So, Leute, ich wollte es euch noch eben zeigen. Oh, hier. Alles klar. Also, mein erster Porsche. Ich habe hier so einen Porsche Junior von meinem Nachbarn. So, und der sabbert an der Kupplung. Wo habe ich denn meinen kleinen Strahler? Da. So. Bei der Kupplung kommt, oder aus dem Gehäuse kam unten jede Menge, Öl raus. Jetzt habe ich den getrennt. Das Problem, was ich eben hatte, war, die Schwungscheibe ist ein ziemlicher Ballermann. Die sitzt ja hier vor der Kupplung vor. Und die Schrauben waren los und ich konnte hier juckeln mit dem Montierhebel. Die ganze Schwungscheibe wackelt, aber sie ging nicht runter. Dabei hängt sie nur hier auf einem leichten Zapfen. Und diese beiden kleinen Stummel hier. Naja, ist egal. Ich habe sie jetzt runter. Ich habe mir eben hier die große Aluminiumleiter reingehängt. Und dann den Kettenzug, damit ich sie überhaupt hier heben kann. Das Ding ist nämlich mordschwer. Und soweit war es eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe jetzt den Kabelbaum heil gelassen. Normal muss man den ja durchtrennen, sonst geht's nicht. Aber da der Vorderwagen so leicht ist, konnte ich den Vorderwagen praktisch einfach drehen. Normal steht er ja hier gerade davor und ich habe ihn jetzt einfach so gedreht, damit ich das Kabel nicht durchtrennen muss. Dieses ist so ein Lagerbock, der sitzt hier oben drauf, wo der Tank drauf ist. Den Tank musst du abbauen. Da musst du hier vom Gebläse diesen ganzen Lüftungskasten abbauen, dass du an die Schrauben kommst, die die Tankhalterung hier wieder auf dem Block halten. Aber das haben wir jetzt ja alles soweit fertig. Und jetzt kann ich noch einen Simmering bestellen. Der Simmering ist ein 110 mal 130 mal 13. So, der wird jetzt bestellt. Und wenn der übermorgen da ist, hier schon richtig Ölschlamm unten in dem Kurbelgehäuse. Das ist eine ziemliche Schweinerei. Und immer wenn er lief, sabberte er Motoröl. Das wird jetzt erstmal abgestellt. Guck, soweit ist das eine recht einfache Kiste. In kurzer Zeit kann man ihn auseinander. Ich habe mir hier vorne, im Vorderbereich habe ich mir einfach ein Eisen angeklemmt. Dann kann man den hier ein bisschen mitführen und ich konnte den praktisch den ganzen Vorderwagen vorherfahren. Wenn die Schwungscheibe raus ist, ist der Motor praktisch vage, vom Gewicht her gesehen. Dann kann man den ohne Schwierigkeiten halten. Ich weiß nicht, wer sowas kennt, jeder kennt das nicht. Ganz interessante Technik. Hier ist ein Gebläse. Es wird durch dieses Gehäuse, wird das hier von hinten in den Motor gepustet. Hier sitzt dann die Lichtmaschine. Also, ist gewöhnungsbedürftig. Motorentlüftung ist hier, sehe ich wohl. Ja, Motorentlüftung, genau. Einspritzpumpe sitzt hier. Hier gibst du dann Gas. Hier sitzt ein Fliehkraftregler drin. Und der steuert hier die Einspritzpumpenmenge. Das ist alles. Auspuff musste auch noch ab, weil der hier an der Kupplungsglocke verschraubt war. Ansonsten ist das natürlich ein simples, kleines Treckerchen. Muss man schon so sagen. Ja, siehste. Das wollte ich euch mal gezeigt haben. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Video.